Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir waren gerade einkaufen, sind ein bisschen knapp in der Zeit, weil wir gleich ins Training wollen und wir dezent überfordert waren. Also wir haben jetzt durch den Trader Joe's, der war ein Flop, den Target haben wir jetzt durch, der war okay. Und das nächste Mal probieren wir Walmart aus für die Sachen vor dem Wettkampf. Mal schauen, wie das wird. Ist in einer neuen Stadt oder in einem neuen Land immer komplett anders, weil es ist eine Reizüberflutung des Todes. Vorsicht, da sind Eier drin, Schatz. Jetzt gehen wir zurück und packen die Sachen schnell aus, essen eine Kleinigkeit und dann geht's schon ab zum Gym. Die Beine sind noch ein bisschen voller Wasser. Natürlich auch durchs Trinken und durchs Salz und so. Aber das wird sich die nächsten Tage, denke ich, regulieren. Meine Haare in dem Klima sind eigentlich immer total happy, weil die so schnell trocken sind. In 10 Minuten, dann sind die trocken in Deutschland. Brauchen die, keine Ahnung, einen kompletten halben Tag, bis sie richtig trocken sind. Also das ist schon ziemlich angenehm. Also das Essen hier oder generell ein Deo, 7 Dollar. Ein Aufschnitt, Hähnchenaufschnitt, so eine Packung, was hat es gekostet? 5 oder 6? 8 Dollar? 7 Dollar für 120 Gramm oder so. 7 Dollar für 120 Gramm. Richtig, richtig krass. Und die Sachen, sowas wie Ben & Jerry's, ist viel, viel günstiger als bei uns. Ready? Ready. Ich hoffe, dass ich jetzt noch mein Pre-Workout bekomme. Mein V-Stack. Mal schauen, ob der Tim das schon alles da hat. Ich habe nämlich extra mal die Küchenwaage mitgenommen, dass ich noch ein bisschen Nootropic, Meta, mTOR, also EAS und meinen geliebten Nitro Booster bekommen. Schauen wir mal. Also wir sind jetzt in diesem Mi 40 Gym, wo der Tim ausprobieren wollte oder schon kennt. Jetzt gucken wir mal. Heute steht noch mal Rücken und ein bisschen Beinbeuger auf dem Plan. Ich habe alles gekriegt. Ich mache hier jetzt gerade mein Meta Plus, mein Nootropic und mein Nitro V-Stack. Und hier fährt gerade einfach so ein offener Caddy vorbei mit einem Langhaarschäferhund mit einer Sonnenbrille auf und Hip-Hop-Musik. Einfach so in einem offenen Caddy. Das kann nur in Amerika sein. Und jetzt habe ich gerade erstmal den Booster getrunken. Da kommt jetzt erstmal noch ein bisschen Blut rein. Ein bisschen leer aus.
wir haben es jetzt geschafft. Es ist schon fast 5 Uhr, das heißt, wir waren jetzt echt fast 4 Stunden dort. Wir haben Tim getroffen, wir haben Nick Walker getroffen, wir, an der Stelle das Bild von vorhin, wir haben noch einen Therapeuten gefunden, der mich morgen noch mal ein bisschen freiknädelt. Und jetzt gehen wir noch mal in den Walmart, damit wir auch alle Einkaufsläden mal durchgeschaut haben, damit wir wissen, welcher der beste ist. Trader Joe's, Target und jetzt eben der Walmart. Und es ist ein bisschen ein kleinerer. Gibt es natürlich auch sehr, sehr viel größere. Haben mit Tim auch ausgemacht, dass wir vielleicht nach der Show am Samstag, weil er ist erst am Samstag dran, noch an diese Promenade gehen am Strand und vielleicht zur Cheesecake Factory. Ich bin sehr gespannt. Und ja, gucken wir mal, was wir jetzt noch finden. Brauchen noch ein bisschen Ananas. Und mal gucken, ob wir hier auch so schockiert werden von den Preisen. Einen schönen guten Abend. So, was ist passiert? Was lässt mich so aussehen? Ich habe mich vorhin mit dem Daniel kurz hingelegt und er so, ja, komm, wir legen uns kurz hin. Schau mal auf die Uhr, 20 Minuten und wir sind voll weggeratzt, weil bei uns wäre es ja normalerweise 10 Uhr gewesen, also 10 Uhr Abend schon. Und deswegen sind wir gerade ein bisschen eingeschlafen. Jetzt gerade wieder aufgewacht. Jetzt ist schon 10 Uhr. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen geschlafen. Jetzt machen wir uns noch eine Mahlzeit. Vielleicht hauen wir uns noch kurz ein bisschen aufs Sofa. Und dann geht's wieder ab ins Bett. Wir haben vorhin... Was haben wir gemacht? Was wollte ich erzählen? Wir waren jetzt im Walmart vorhin und wir haben uns, glaube ich, entschieden, dass dieser Laden die Wahl der Qual ist und der definitiv wieder angepeilt wird, spätestens am Donnerstag, um noch mal ein paar Sachen zum Laden zu kaufen. Haben jetzt nur die Basics geholt, auch so noch ein bisschen Ananas für morgen und noch ein bisschen, wie nennt man das, was da in der Tüte ist, sowas wie Toast, ist aber auch kein Toast, sondern so wie so ein Pumpernickel steht, glaube ich, drauf. Bisschen was zum drauflegen. Ich habe noch ein bisschen Fisch mitgenommen. Und bisschen Spargel gab es da noch, war auch günstiger. Also man kann echt ein Vermögen ausgeben, aber da war es eigentlich wirklich okay und die Auswahl war wirklich sehr, sehr umfangreich. Ja, dann muss ich euch noch ein kleines Unboxing machen, weil mein Vayu-Paket ist gekommen. Das haue ich hier auf jeden Fall auch noch ins Video. Was habe ich mir von Vayu nach Amerika kommen lassen? Was ist ganz, ganz wichtig? Und was möchte ich die Tage nicht verbringen? Ansonsten habe ich mir die Supplemente ein bisschen selber mitgenommen, aber das wäre definitiv nicht ausgegangen, wenn ich selbst hätte meine Vayu-Sachen mitnehmen müssen. Und ja, wäre auch schade gewesen, 2 Wochen ohne zu sein. So, ich mache mir jetzt noch was zu essen. Freue mich auf ein bisschen Fette vor dem Schlafen. Es gibt noch 20 Gramm Nuss. Der Hunger ist am Start. Und der Kopf jetzt wieder klarer. Bis zum Unboxing. Das zeige ich auf jeden Fall nachher noch. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ohne welches Supplement möchtet ihr
drei Supplemente. Und in welche drei Supplemente möchtet ihr keine 2 Wochen lang verbringen? Und ihr dürftet nur 3 aussuchen. So, vor dem Schlafen, beziehungsweise 2-mal am Tag, 3-mal am Tag, nehme ich für meine Verdauung weiterhin meinen Apfelessig. Apfelessig nie unverdünnt nehmen, da das die Zähne sonst total reizt. Dann nehme ich einfach ein Glas. Wichtig immer bei Apfelessig, dass unten drinnen die Mutter ist. Mach mir da 2 Esslöffel rein. Misch das mit Wasser. Und es schmeckt gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn ihr guten Apfelessig habt, dann muss das auch nicht wirklich eklig schmecken. Schon, das schmeckt dann so ein bisschen wie Apfelsaft. Und es tut der Verdauung wirklich unheimlich gut. Ich habe nämlich kein Glutamin dabei. Und da in der Hinsicht regelt der Apfelessig den Rest für meine Verdauung. Ich habe euch gesagt, ich mache noch ein kleines Unboxing, was in meinem Karton war. Und zwar, erste Sache war mein Nitro fürs Training. Nehme ich trotzdem auch noch in der Peak Week 20 Gramm vor dem Pumptraining. Dann gibt es jeden Früh 10 Gramm und während dem Training 15 Gramm von den mTOR IAAs. Dann habe ich mein geliebtes Final Protein in Vanille. Das One and Only Metaplus in Mango Orange. Dann habe ich noch Nootropic als Probe mitgenommen. Also das heißt, vor allem bei den Oberkörpertrainings nehme ich den Nootropic und geliebten Rice Pudding, den ich dann zum Laden brauche. Weil wenn man ja in der letzten Woche dann auch anfängt wieder aufzuladen vor dem Wettkampf, dann sollte man auch für die Verdauung was nehmen, wo der Körper halt schnell aufnehmen kann. Und beim Rice Pudding ist es halt einfach so, dass der schon hydrothermisch aufgespalten ist. Das heißt, die Stärke, die normalerweise in gekochtem Reis ist, die ist schon durch den Prozess der Verarbeitung weg. Das heißt, der Magen, der muss das nicht noch für mich tun. Geht schneller in den Organismus. Liegt nicht so schwer im Magen, ist schneller verdaut und deswegen kann man dann auch mehr davon essen, was direkt bereit ist, um sich in die Muskeln reinzusaugen. So, ich räume die Sachen jetzt wieder auf. Dann wird es noch Zeit, ein bisschen Ananas zu schälen. Also muss man wirklich dazu sagen, Ananas hat auch unheimlich viele wichtige Nährstoffe für die also Enzyme auch, für die Aufspaltung, vor allem auch von Eiweißen. Und hier ist es so, wenn man die Ananas schon geschnitten kauft, dann zahlt man fast das 6- oder 7-fache. Und hier hat man so viel Ananas für, ich glaube, 88 Pfennig oder so. Aber man muss sie halt selber schneiden. Aber da in der Hinsicht bin ich, glaube ich, zu geizig, um so viel Geld für Plastik und für nichts zu zahlen, wenn man so viel, vor allem auch frische Frucht, so günstig kriegen kann. Ich zeige euch das schon mal, wie ich das vorbereite. Wie ich meinen Rice Pudding mache. In Amerika haben die immer diese coolen Cups. Und macht vom Rice Pudding immer die dreifache Menge Wasser. Und wenn ihr Wasser nicht erst aufkochen möchtet, dann könnt ihr trotzdem auch immer kaltes Wasser nehmen und dann euren Rice Pudding einfach in die Mikrowelle reinstellen. So. Was ich auch immer gut finde, ist das Salz schon mit in den Reis reinzumachen. Vor allem egal ob in Haferflocken oder Reisflocken, das schmeckt einfach mit so einer Prise Salz wirklich mega geil. Dreifache Menge Wasser. Ein bisschen umrühren.
Und dann wandert es erstmal, je nachdem, wie lange es braucht, ein bisschen in die Mikrowelle. So, das ist bis morgen. Dann schön durchgezogen. Dann kommt da morgen hier noch ein bisschen Ananas drauf, Zimt drauf und dann ist es perfekt. Ananas ist vorbereitet, ein paar Mehls sind vorbereitet und das portioniere ich jetzt noch in Dosen und dann gehe ich langsam auch schon mal wieder in die Falle. Oh mein Gott, ich muss euch was zeigen. Ich habe gerade gefunden, der Daniel hat einen C4 gefunden mit Skittles-Geschmack. Ich muss ihm unbedingt eine Nachricht dahin schreiben, dass er mir Bescheid sagt, wenn er das ausprobiert. Was auch mega lecker ist, worauf ich mich dann schon am Wochenende freue, ist Coconut Water. Übrigens, er schnarcht schon wieder. Daniel und ich wünschen euch eine gute Nacht. Bis morgen. Wir sind raus. Und schlaf gut.